Hallo Pouring Freunde, hi Pouring Friends. In diesem Video kommt nochmal der Haartrockner zum Einsatz und ich zeige euch generell einige Tricks, die zumindest einige davon auch für Anfänger gut geeignet sind. In this video I'm using a hairdryer again and give you some tips. Jede Leinwand sollte man, bevor man sie bemalt oder begießt, einsprühen mit Wasser. It is always a good idea to spray the canvas with water before you even start pre-mixing your paints. Um eine solche kleine Tube auszudrücken, benutze ich einen sogenannten Tubenausdrücker. Den Link dazu habe ich euch auch unten unter dem Video gegeben. Damit geht es sehr einfach und man bekommt leicht die Tube so gut wie leer. Man hat fast nichts, fast keine Reste, die man wegschmeißen müsste. I'm using this little tool to press out the whole paint from this little tube. 20 Milliliter Farbe sind in einer Tube. Und das nehme ich als Basis für mein Rezept, das ich dann gleich genau abwiegen werde. There are 20 milliliters in this tube and this is the basis for my recipe that I'm going to show to you right now and which is always under my video in the description box. As you can see, I'm using scales. Ich benutze eine Waage. Habe also wie gesagt diese 20 Milliliter Farbe und gebe jetzt 40 Milliliter Floetrol hinzu. I'm adding 40 Milliliters Floetrol to the 20 Milliliters of paint. Then I'm setting it to zero again, dann wieder auf 0 und nochmal 20 Milliliter von der Wasser-Floetrol-Mischung. And the last part, 20 milliliters from the water floetrol mixture. Jetzt wird das Ganze gerührt, bis es eine homogene Masse ergibt. Now I'm stirring with a plastic stick that you can easily wipe off. Und hier könnt ihr wieder sehen, wie die Konsistenz ist. Wie flüssiger Trinkjoghurt oder Honig. Das ist die perfekte Konsistenz. Here you can see yet again the perfect consistency. Drei Farben habe ich insgesamt vorbereitet. Lila, hellrosa und dunkelblau. Und jetzt ein Tropfen Silikonöl mit der Viskosität 100 auf 80 Milliliter vorgemischte Farbe. One drop of silicone oil per 80 milliliters of paint. Jetzt geht es um die Frage, rühren oder nicht. Ich bin mittlerweile der Überzeugung, man muss es ordentlich unterrühren. Annemarie Ritterhof macht das auch immer. So stir it well in the silicone oil. Jetzt wische ich das Wasser ab. Now I'm wiping the water off from the canvas. Hat sich die Leinwand schön mit Wasser vollgesogen und wird nicht so viel Wasser von der Acrylfarbe abziehen, die man jetzt drauf gießt. The wet canvas makes it easier for the acrylic paints to flow. Ich habe also zunächst die weiße Farbe auf die Leinwand gegossen und dann habe ich mit Hilfe einer Spritze die Farben aufgezogen, die ich für das Bild verwenden will. I first applied the white and then I used a syringe to apply the other paints for this painting. Ich hatte erst geplant, mit der Spritze und einer Kanüle die Farbe unter die weiße Decke zu spritzen. Das ging aber nicht, es war zu dick. Ich musste die Kanüle wieder abnehmen und nur aus der Spritze direkt gießen.
I had tried to pour underneath the white with the needle, but the paint was too thick. I had to take off the needle and spread the paint from the syringe like this. Die dritte Farbe in die Mitte. Das hat jetzt keine Bedeutung, das ist nur schon mal Übung für mein nächstes Bild, das ich nach der Vorlage von Gemma oder Gemma Style oder Design malen werde. Three colors and white. Jetzt drehe ich das Ganze um, damit ich den Föhn einsetzen kann in die richtige Richtung. Now I'm using a hairdryer, blowing, or not yet, first a little white. Erst noch ein bisschen weiß, dann kommt der Hairdryer. Blowing the paints away from me. Sieht aus wie ein Fisch. Okay, jetzt wird das Ganze wieder umgedreht. Und die Farbmischung in die andere Richtung geblasen. Ich hatte mir fest vorgenommen, nicht zu viel zu machen, früh genug aufzuhören. Aber da bin ich mit dem Föhn über die Leinwand gekratzt und ist ein hässliches Loch in der Mitte entstanden. Actually didn't want to do too much, but I had touched the canvas with the hairdryer in the middle and there was an ugly hole, which of course I had to cover then. Also habe ich wieder Farben genommen und versucht, mit einem Stöckchen ein bisschen zu integrieren in das übrige Bild. So I covered this ugly hole with paint and tried to integrate it into the whole thing, but it didn't work. Therefore I went over it with a hairdryer again. Deswegen wieder mit dem Haartrockner drüber und wieder habe ich ein Loch produziert. Again a hole, which I have to cover. Wie ihr seht, ich gebe nie auf. Ich mache immer weiter. Alles, was mir gefällt, lasse ich. Und was mir noch nicht gefällt, da gieße ich nochmal drüber und versuche es neu zu machen. As you can see, I never give up. I leave everything that I like already alone, but holes and ugly spots I go over again and again until I like them. Hier habe ich jetzt sehr lange geblasen, weil ich jetzt doch wollte, dass die Farbe bis über die Leinwand hinausläuft. Now I had decided that I wanted the paint to run over the edges of the canvas. That's why I was blowing so long. Man kann die Farbe unter dem Weiß gut vermuten, aber richtig rauskommen tut sie noch nicht. Deswegen wieder mit einer Spritze weiterarbeiten an dem Teil, der mir immer noch nicht gefällt. So this is the part that I still don't like. I'm using the syringe again to add paint again to go over the part I don't like. Es gibt da schon Stellen am Anfang, links die großen blauen Zellen, die hätte ich nie mehr, da wäre ich nie mehr dran gegangen, denn die sind so schön, die hätte ich mir nicht verderben wollen. Auch nicht durch Schwenken übrigens. Ich habe bei diesem Bild so wenig geschwenkt wie möglich. There are these awesome big blue cells, for instance, that I don't want or didn't want to destroy. And therefore I did not tilt this painting at all. Hier übe ich jetzt schon mal das sogenannte kontrollierte Swipen, was ich demnächst nochmal brauchen werde für eine Welle. Here I'm practicing the so-called controlled swipe, which I will be needing in one of my next paintings when I'm doing another wave.
Ich habe diesen Swipe gemacht mit einem Stück feuchten Küchenpapier. I did this swipe with a piece of damp paper towel. Der Swipe hat auch schöne Zellen gebracht. Jetzt muss ich das Ganze nur noch miteinander verbinden zu einer Einheit und einem einheitlichen Bild. I have got awesome cells with the swipe as well. What's left to do is to combine the whole thing to one homogeneous painting. Dazu habe ich einfach meinen Finger benutzt. I just used my finger to do this. Hier ist das Close-up. This is the Close-up von meinem Bild. Die Zellen sind schön, besonders die dunkelblauen. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch mein Bild gefällt, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. If you liked my video and if you liked my painting, then please give me a thumbs up and subscribe to my channel. And we meet again next time. Thanks for watching, guys. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye.